So, das ist die Woche, wo ich jetzt Urlaub habe. Ich habe mir einen Kaffee gemacht. Ich bin also zu Hause in der Küche. Ja, was steht diese Woche alles an? Und zwar, ja, weiter geht's im Garten. Also wie gesagt, die Woche geht weiter. Und es ist noch so viel zu tun gerade momentan, dass ich wirklich echt nicht hinterherkomme. Ja, und jetzt nutze ich die Woche Urlaub, um da voranzukommen, weil, wie ihr bemerkt habt oder schon gehört habt, die Restaurants machen jetzt wieder innen drin auf. Und ab nächster Woche Montag, also 14. Juni, haben wir auch wieder offen. Das heißt, ich werde jetzt wieder mehr arbeiten als sonst. Und ja, freut mich auf jeden Fall, dass es weitergeht und endlich mal ja, so ein ja, Alltag zurückkehrt. So ein bisschen. Ja. Euch zeigen, also das nächste Beet ist fertig und ein Rosenbogen ist aufgebaut. Ich bin mal gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Man weiß es nicht. Also, wie gesagt, es steht gerade jetzt alles. Das zweite Beet ist auch fertig. Jo, und jetzt geht es weiter da drin. Die Paprikas, Chilis vorne am Eingang sind noch mehr Pflanzen, die in die Erde reinkommen müssen. Ja, ist noch einiges zu tun. Wie gesagt, hier Werkzeug. Weiter geht's. So, ich bin jetzt fertig mit den ganzen Einpflanzen, also zu 30%. Ja, und der Rest kommt jetzt morgen und übermorgen. Jetzt die nächsten Tage kommt noch mehr reingepflanzt. Aber ich zeige euch mal, was ich heute so geschafft habe. Also, wir haben jetzt Viertel vor 9 abends. Ich war jetzt ungefähr 10 Stunden im Garten. Ja, kann sich sehen lassen, was ich gemacht habe. So, ich zeige euch mal im Gewächshaus. Hier meine, ja, Cayenne-Chilis. Das war komplett mein Fehler. Ich habe die, ja, liegen gelassen in so einer Kiste und da sind die Schnecken gekommen und haben so Blätter weggefressen. Passiert halt. Aus Fehlern lernt man. Dann habe ich hier Habaneros, die sind wenigstens gut. 3 Stück. Dann habe ich hier Bratpaprika, 3 Pflanzen. Dann ganz normale Paprika, auch 2. Und wie gesagt, von Marcellos Mama auch eine rote Paprika, einmal hier und einmal da. Und wie man sieht, hier waren die Schnecken auch dran. Wie gesagt, beim nächsten Mal lasse ich das nicht in der Kiste. Das ist so ein Riesenkürbis.
Eigentlich habe ich in meinem letzten Video gesagt, das wäre so ein Hokkaido-Kürbis. Nein, das ist wirklich, ja, so ein roter, großer Kürbis. Mal gucken, wie groß er wirklich wird. So, so sieht es gerade aus. Also einiges gemacht hier. Und morgen geht's weiter. Ja. So, dann gehen wir hier vorne. Und schon mal hier die erste Blume. Das ist eine Rispenhortensie. Dann, wie gesagt, haben wir hier eine Rose. Da Hibiskus zweimal und hinten auch. Und hier ist die nächste, das ist Duftjasmin. Mal gucken, wie sich das hier entwickelt. So, jetzt habt ihr gesehen, ich habe da auch Blumen eingepflanzt, vorne im Bereich, also vorderen Bereich, die dann, sage ich mal, den Zaun ein bisschen, ja, dichter machen und auch schöner machen, vorne wenigstens. Ja, dann habe ich natürlich, wie gesagt, ja, die ganzen Chilis und Paprikas eingepflanzt. Übrigens, damit die Tür nicht im Wind wegfliegt, habe ich hier, sieht man das? Tada! So einen Haken gemacht. So bleibt die Tür auf jeden Fall offen. Und dann hält das. So, neuer Tag im Garten. Also, heute nicht allzu viel im Garten gemacht, weil ich noch ein paar Materialien besorgt habe, wie zum Beispiel Holz und sowas. Aber dafür, da ist eine Kiwi-Pflanze reingekommen. Und ich hoffe, dass es so klappt, dass sie einmal rundherum wächst und das schön alles bedeckt. Mal gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ja, Holz besorgt, weil ich morgen noch ein Beet bauen möchte, aber das kommt weiter vorne hin, da am Eingang. Da sollen ein paar Zucchini-Pflanzen reinkommen und ich denke mal, ja, dazwischen vielleicht Salat, weiß ich nicht, je nachdem, wie viel Platz da sein wird. Ja, das war es eigentlich schon wieder für heute. Also das ist die Kiwi-Pflanze, die ich gerade eingepflanzt habe. Hier. So, so sieht die Pflanze gerade aus. Also die hat es überlebt. Also was hat sie überlebt? Das ist jetzt eine neue Pflanze, Kiwi-Pflanze, die ich jetzt gekauft habe. Und hier hatte ich auch noch eine. Die hier sieht man gar nicht. Die hat den Winter nicht überlebt. Wie gesagt, passiert auch mal. Kann ja nicht alles funktionieren, ne? Deshalb, man lernt ein bisschen dazu. Und ich denke mal, in diesem Jahr werde ich so ein bisschen abdecken mit vielleicht so einem Jute-Sack, damit die nicht so viel Frost abbekommt, falls wir so einen starken Frost bekommen wie dieses Jahr. Also, ja. Ich habe jetzt Steckzwiebeln sortiert. Da habe ich einmal rote Steckzwiebeln und einmal, ja, Stuttgarter Riesen. Wie man sieht, kann man das hier sehen, so. Ja, die habe ich sortiert. Die habe ich, glaube ich, vor ungefähr einem Monat gekauft. Habe die hier im Garten vergessen. Ich habe die jetzt ja, in dieses Gerätehaus reingetan und habe die da drin vergessen. Ja, und manche waren schon sehr, sehr weich und habe das halt getrennt. Die, die jetzt noch ein bisschen fester waren, habe ich behalten. Die stecke ich heute auf jeden Fall rein. Und die, die halt natürlich weich und fast, ja, sage ich mal, eher verschimmelt waren, habe ich weggeschmissen, aussortiert. Stecke ich mal rein und mal gucken, was dann draus wird, ne? So, jetzt kommen die Zwiebeln in die Erde und zwar hier, wie man sieht, da ist das Wurzelwerk, also hier die Wurzel und hier das obere, also tue ich das so in die Erde rein. Mach das ein bisschen zu, fertig. So, jetzt habt ihr gesehen, wie ich die Zwiebel reingesteckt habe. Das mache ich jetzt mit den ganzen Zwiebeln, die ich aussortiert habe. Wie gesagt, ganz wichtig, das Wurzelwerk kommt nach unten rein und die Spitze darf ruhig etwas oben rausgucken. Wie gesagt, man steckt das rein mit dem Finger oder mit dem Finger einfach rein. Ein bisschen zudecken, angießen und das war's. Abwarten, was da kommt. Und ja, so easy geht das. Das könnt ihr natürlich auch im Blumenkasten machen. Auf dem Balkon. Geht genauso. Da. Alles weg. Alles weg. Wie gesagt, ja. Hier habe ich alles weggemacht. Wie gesagt, der ganze Raps ist weg.
die Erde ein bisschen gelockert, weil hier kommt Mais rein, dann kommen dazwischen noch Sonnenblumen, dann kommt Zucchini-Pflanzen, dann kommt Kohlpflanzen rein, also noch jede Menge, was hier reinkommt. Dann habe ich hier die Kräuterecke ein bisschen erweitert und ordentlich gemacht. Aha. Und was habe ich denn noch gemacht? Genau, zack, hier wieder Beerenecke und Staudenbeet ist das. Also, ihr habt ja in der Story gesehen, oder habe ich so ein kleines spontanes Gewinnspiel gemacht? Ja, sogar in der Story. Hier, das hier, das ist die Beerenecke und der Staudenbeet. Wie gesagt, ja, den Gewinner auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch für die zwei Samenpäckchen. Und ja, auf jeden Fall dranbleiben in den Stories und hier auf YouTube, weil man weiß ja nie, wann ein Gewinnspiel rausgehauen wird. Also von daher, bleibt immer up to date, checkt alles ab, abonniert diesen Kanal. Ja, bei Facebook und Instagram genauso. Also dranbleiben, abonnieren, Glocke drücken. Da seid ihr immer up to date hier. Dann fangen wir hier bei dem Beet an. Bei Beet Nummer 2. Also hier sind die Steckzwiebeln drin. Dann habe ich hier ein Strauchbasilikum. Ja. Mega nice das Aroma. Wie gesagt. Ah, geil. Ja, hier der Fenchel wächst, Auberginen wachsen auch. Dann gehen wir weiter. Hier vom Weiten. So, hier Rosmarin sieht man jetzt. Dann gehen wir ein bisschen näher. Hier Oregano. Dann haben wir hier Estragon. Der fette Salbeibusch. Dann habe ich hier den Thymian, den habe ich gefunden zwischen dem Ganzen hier. Und jetzt habe ich den da hingepflanzt. Dann habe ich hier nochmal Majoran, dreimal Schnittlauch und hier, tja, was Neues, Olivenkraut. Wie gesagt, das schmeckt wirklich nach Olive. Dann, ach, apropos Blumen. Hier sind jede Menge Blumen. So, einmal rundherum um den riesigen Baum. So, dann gehen wir weiter. Hier Romanasalat, Erdbeeren. Schaut euch mal das an. Da, da wird die erste rot. Guck mal da. Und hier, also jede Menge Erdbeeren. So, dann habe ich hier noch Sachen eingepflanzt, wie Mais, Sonnenblumen. Dann habe ich hier Zuckerschoten nochmal eingepflanzt, rote Beete. Dann habe ich hier die ganzen Kohlpflanzen, Rotkohl, Blumenkohl, Spitzkohl, Wirsing, Rosenkohl. Und dann habe ich hier, paff, die Marke muss ich verdecken, noch Knollensellerie gekauft, weil die Schnecken mir alles weggefressen haben. Also wie gesagt, ja, ist noch hier eine Menge zu tun. Wie gesagt, ein sehr großer Teil ist schon fertig, was ich gemacht habe. Ja, ihr habt da gesehen, ich habe da ja noch Sellerie gekauft, oder Knollensellerie, habe ich vergessen. Übrigens hier meine Kartoffeln. Die explodieren förmlich. Wie gesagt, hier, das ist einfach das komplette Kartoffelbeet. Ich habe die Kartoffeln in so Dämme eingepflanzt. Wie gesagt, die waren jetzt 30 cm tief in der Erde, sind die Kartoffeln. Aber die wachsen, eigentlich kann man sagen, wie Sau, oder? So, was steht jetzt an? Gießen natürlich, ja. Wir haben heute und die nächsten Tage haben wir so um die, ja, 29, 30 Grad jeden Tag, also muss ich jeden Tag auch gießen. Ja, ist so ein kleiner Sport,
So, Freunde, Donnerstag. Also, was habe ich heute im Garten gemacht? Nicht allzu viel, nicht allzu viel. Ja, ich zeige euch mal, ich habe die Wassermelone jetzt eingepflanzt. Also einmal eine rote Wassermelone und einmal eine gelbe. Und ja, gleich mache ich mich auf den Weg zum Rhein und dort gehe ich gleich angeln heute. Hab irgendwie Bock drauf. Wie gesagt, ja, alles legal, Schein ist da und gekauft und so weiter, bevor irgendwann irgendwelche Kommentare kamen oder kommen, dass ich irgendwie schwarz angel. Nein, alles legal, ich darf das. Also, hier, das ist die rote Wassermelone. Wie gesagt, wirklich kleine Pflanze. Und dann auf der rechten Seite habe ich die gelbe. So schaut's aus jetzt gerade im Gewächshaus. Also wie gesagt, ich habe hier noch die Tomaten noch heute mitgebracht. Die werde ich definitiv morgen einpflanzen. Ja, morgen muss ich kurz zur Arbeit nochmal fahren. Kurzes Meeting, damit ich weiß, was nächste Woche am Bach ist. Und ja, was habe ich heute so gemacht? Noch so ein paar Aussaaten gemacht, wie zum Beispiel Einlegegurken, nochmal ausgesät. Ein paar Kräuter ausgesät, wie gesagt, Basilikum. Ja, was habe ich gestern noch gemacht? Jede Menge eigentlich habe ich ausgesät. Nur ein bisschen gießen und dann ab zum Rhein. Also, ich nehme euch heute sogar mit zum Rhein. So, Freunde, ich bin jetzt am Rhein. Also, ich bin am Angeln, wie man sieht. Hinter mir die Rute. Ja, jetzt ist die erste Rute drin. Jetzt mache ich so, ist so ein Lockfutter, damit ich die Fische an einem Platz auch hinbekomme. Muss ich den Platz auch ein bisschen mit Futter, so ein Ergänzungsfutter hier nehmen. Das mische ich jetzt mit bisschen Wasser an und hab da so einen Korb. Wartet mal kurz, zeige ich euch mal. So einen Korb. Hier so ein Futterkorb. Das wird dann so angehangen, so ein Karabiner-Dings hier. Und dann kommt hier das Futter rein, dann unten kommt der Haken dran mit Maden und dann wird es reingeworfen. So, das mache ich alle 20 Minuten mit dem Futter, damit ich die Fische auch an meinem Platz behalten kann. Und ab und zu mal gucke ich auch, ob die Maden noch okay sind, weil die Strömung ist ja am Rhein ziemlich relativ stark. Von daher muss ich da ein bisschen öfters gucken. Ja, so sieht der Plan aus. Ob ich heute was fange, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das ist immer so eine Überraschung. Mal ja, mal nein. Eigentlich ein Top-Wetter. Wie gesagt, angenehm, wie man sieht. Hier, so bin ich angezogen am Rhein. Ja, vor ungefähr ein paar Wochen wäre das gar nicht vorstellbar, so zu sitzen. Ja, jetzt mache ich die zweite Route fertig. Also insgesamt darf man am Rhein zwei Routen mit jeweils einem Haken angeln. Und bin ich mal gespannt, was oder Abend hergibt, ne? So, also ich zeige euch mal, wie ich das meinte mit Futter. Ich habe das jetzt mit Wasser angemischt und wie gesagt, ich forme daraus jetzt einen Klumpen. So, ja. So, und wenn dieser Klumpen jetzt auf diese Wasseroberfläche drauf plätschert, dann zerbröselt er so. Und das ist genau die Konsistenz, die ich so haben möchte. So, so sieht die Montage aus. Also wie gesagt, hier so ein Seitenarm ist das. Und da kommt das Futterkorb drangehangen und dann kommt unten wieder der Haken mit dem Köder. So, jetzt sind beide Ruten drin. Also jetzt muss ich ein bisschen leise sein, jetzt nicht mehr so rumtrampeln. Wie gesagt, Fische sind scheu, also von daher ganz relaxed abwarten und Eistee trinken. Also wie gesagt, das hier ist eine Grundel, eigentlich im Rhein eine Plage, wie gesagt, aber ein super Köderfisch. Ja, jetzt mache ich den ab vom Haken und werfe den wieder da rein. So, zwar kein großer Fang, aber schon mal der erste Fang, also wie gesagt, ein kleiner. Ist eigentlich hier am Rhein eine Plage, wie gesagt, aber man kann ihn super für Köderfisch benutzen. Natürlich getötet und Stücke geschnitten auf dem Haken drauf für den Aal. Jetzt mache ich den da los. Schnell Maden drauf, Futter rein und dann geht's weiter. So, Leute, also es ist ein bisschen dunkel, wie gesagt, aber ich zeige euch mal, was ich gefangen habe.
Na, sieht man das? Hier. Eine Krabbe habe ich gefangen. Also es ist nicht das, was ich haben wollte, aber hey, warum nicht, ne?